Einen wunderschönen guten Tag, herzlich willkommen zum neuen YouTube-Video. Ich hoffe, es geht dir gut. Heute sprechen wir über Instagram-Algorithmus, wie du als Creator oder als Selbstständiger das nutzen kannst, wie du mal endlich diesen Algorithmus hinter Social-Media-Plattformen verstehst. Wenn du Bock drauf hast, let's go. Also wir haben diesen Instagram-Algorithmus hier in drei Punkte für dich runtergebrochen. Da gehen wir gleich einmal im Detail rein. Social-Media-Plattformen haben mittlerweile deren Algorithmus offengelegt. Und wir werden gleich genau verstehen und herausfinden, wann dieser Algorithmus greift, wann du mehr Reichweite bekommst, wenn du diese drei Punkte berücksichtigst. Wir starten mit Punkt 1, das Thema Zeit. Du wirst sicherlich mal mitbekommen haben oder mal aufmerksam, wenn du aufmerksam auf die Plattform Instagram zum Beispiel mal geschaut hast. Wenn du Instagram öffnest, wirst du merken, okay, du hast noch diesen alten Feed und der aktualisiert sich da gerade. Sogar oben in der Story. In diesem Moment greift dein Algorithmus. Es ist ganz, ganz wichtig, dass das Thema Zeit du dir anschaust und du das als Creator nutzt. In diesem Moment, wo du Instagram nur öffnest, möchte Instagram dir zu der richtigen Zeit nur die relevantesten und beliebtesten Beiträge in deinem Feed oder in deiner Followerschaft oder auf deinem Algorithmus anzeigen. Wenn du Instagram öffnest, möchte Instagram, dass du die besten Beiträge für dich siehst. Du möchtest die beliebtesten, relevantesten Beiträge für dich sehen. Da greifen ganz viele Algorithmen oder ganz viele Metriken. Was likest du, wo interagierst du und so weiter. Aber Instagram möchte ja, dass du auf der Plattform den bestmöglichen Aufenthalt hast. Du möchtest die bestmögliche Zeit auf dieser Plattform verwerben oder haben. Und dadurch möchte Instagram dir den besten Content für dich vorbereiten. Warum möchte das Instagram? Klar, die möchten so lang wie möglich dich auf dieser Plattform haben. Je länger du auf dieser Plattform bist, je mehr Stories, je mehr Beiträge du siehst, je mehr Werbung siehst du, je mehr relevanter bist du für diese Plattform, je mehr Geld verdient natürlich Instagram. Du öffnest Instagram und vielleicht siehst du immer wieder den gleichen Beitrag oder von dem gleichen Creator, wenn jetzt Beispiel jeden Tag postest, als allerersten Beitrag. Oder du siehst immer wieder die gleichen Leute oben links in der Story, die dir als Story quasi vorgeschlagen werden, dass du merkst, okay, die Person ist so relevant für mich eingerankt, dass sie ganz oben links, in so quasi die erste Story, die du anklicken kannst, wird mir vorgeschlagen. Und da möchten wir gerade genau ansetzen, dass du bei deinen Followern, bei deinen potenziellen Kunden ganz oben links in der Story vorgeschlagen wirst und als allererster den Beitrag vorgeschlagen bekommst. Punkt 2, Interesse. Instagram möchte dir genau deinen Content vorschlagen. Instagram ist so produziert und quasi so aufgebaut, dass diese Plattform dir genau für dein Interessengebiet die richtigen Beiträge vorschlägt. Das wissen wir jetzt schon. Also wenn du kannst diesen Algorithmus vielleicht sogar besonders in Reels, weil das gerade sehr neu greift, wirst du merken, okay, du schaust dir 12 Hundevideos an, lässt die dreimal durchlaufen, likest diese Hundevideos alle, an anderen Videos likest du nicht. Was passiert? Du wirst hundertprozentig mehr Hundevideos vorgeschlagen bekommen. Wir möchten schauen, wo interagiert ein Follower oder wo interagiert ein User mit den Beiträgen? Wie interagiert er mit denen? Und was ist deren Interesse? Und dadurch erkennt man ja ganz schnell so einen gewissen Algorithmus. Du schaust nur Hundevideos, du kriegst mehr Hundevideos vorgeschlagen. Du schaust nur Andrew Tate Speeches und likest die alle. Auf einmal ist dein ganzer Algorithmus, vielleicht jetzt nicht mehr, aber vor ein paar Wochen noch, dein ganzer Feed komplett voll, nur mit Andrew Tate. Heißt, da können wir genau greifen. Wir möchten uns anschauen, was sind unsere potenziellen Kunden? Wo sind unsere potenziellen Kunden unterwegs? Und was ist deren natürliches Interesse auf Instagram? Was liken die? Was schauen die? Wo interagieren die? Wir möchten genau so einen Content erstellen. Ich möchte nicht sagen, dass du einfach die 0 auf 15 nächste Copycat werden sollst, aber wir können daraufhin genau eine richtig gute Marktforschung machen. Heißt, was ist deren Interesse auf Social Media? Wo sind meine potenziellen Kunden unterwegs? Was liken die? Was konsumieren die? Was haben die? Was sind die für einen Content gewohnt? Sind die Infografiken gewohnt? Sind die Reels gewohnt? Sind die ausführlichen Videos gewohnt? Und da möchte ich genau greifen. Dieses Thema Medium auswählen, genau auf einer gewissen Marktforschung, ist super wichtig, weil wir daraufhin vom Interesse her genau da wieder aufploppen und dadurch mehr Reichweite gewinnen. Und Step 3, das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, die Beziehung zu deinen Followern. Wenn du als allererster Beitrag vorgeschlagen werden möchtest oder als erste Story oben links vorgeschlagen werden möchtest, dann ist es ganz, ganz wichtig, dass du eine Instagram-Beziehung zu jeweiligen einzelnen Followern hast. Je mehr ihr interagiert untereinander, je mehr ihr zusammen miteinander schreibt, je mehr Kommentare ihr schreibt und so weiter, desto mehr werdet ihr vorgeschlagen.
Das ist genauso dein bester Freund oder deine beste Kollegin oder dein Business Buddy oder sonst was. Ihr kommentiert jeden Beitrag von euch, ihr liked jeden Beitrag von euch und auf einmal merkt ihr, ey, ich bekomme nur noch meinen Business Buddy oder meinen besten Freund oder Freundin vorgeschlagen, weil diese Instagram-Beziehung ganz weit nach oben gerankt wurde. Je mehr ihr miteinander schreibt, je mehr Reels ihr teilt, je mehr Nachrichten ihr liked, je mehr Stories ihr liked, also je mehr Interaktion ihr von A nach B einfach die ganze Zeit führt, desto relevanter rankt Instagram eure Beziehung ein, eure Instagram-Beziehung ein und schlägt auch sofort den neuen Content vor. Was ich dir empfehlen kann, ist, geh mal alle Follower durch. Geh mal von A bis Z jeden Follower durch, schreib mit denen, kommentier mit denen und du wirst merken, du brauchst nicht mehr Reichweite. Da gehen wir gleich auf ein zweites Video noch tiefer ein. Aber du bekommst dadurch effektiv sofort mehr Reichweite, wenn allein nur deine Follower deine Reichweite bekommen oder deine Beiträge vorgeschlagen bekommen. Und dadurch, durch die drei Punkte, bekommst du 100%ig mehr Reichweite. Instagram möchte, dass du den bestmöglichen Aufenthalt auf deren Plattform hast. Die möchten User richtig gewinnen und die wollen, dass die User diese Plattform lieben lernen. Deshalb möchten die genau durch diese Algorithmen genau den richtigen Content ausspielen. Das kannst du als Creator nutzen, das kannst du als Social Media und das kannst du als Selbstständiger nutzen, der Social Media für Neukundengewinnung nutzt. Kleiner Impuls für dich, wenn dir das gefallen hat. Abonniere sehr gerne den Channel, like den Channel und ansonsten liebe Grüße.